So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Galactic Craft. So, ich wurde auch schon wieder unterbrochen. Na, das gibt's doch nicht. Doch, es gibt es. Nämlich, ich habe über das Dings gesprochen. Das, Ding. Genau, über das Schaufenster. So. Dieses Schaufenster ist von 2012. Das heißt. Die haben noch keinen neuen Mieter gefunden. Das heißt, der das gemietet hat, muss es immer noch bezahlen, dass es da steht, weil sonst würde das Schaufenster leer stehen. Das würde dann leer stehen, glaubt mir. Das, hä, wie kommst du denn hier rein? Wie kommst du denn hier rein? Ach, die sind nur einen Block groß. Deswegen können die da durch. Ach so. Ja, wir haben eine Doppelkiste und fast Kupferbarren. Dann werden wir hier auch mal so eine Treppe nach unten machen. Also ich werde keinen Dachboden oder sowas machen. Da kommt jetzt flaches Dach drüber, dass hier die ganzen Solarteile drauf kommen. Ich habe keine Axt mehr. Das ist ja ganz famos. Gibt es eigentlich eine Kupferaxt? Kupfer. Nee, gibt es nicht. Den Kupferblock gibt es. Es gibt zwei Kupfererz. Kupfererz? Kupfererz. Also das ist das, was wir kennen. Hier, Kupfererz auf dem Mars. Ich glaube, das ist auf dem Mond. Mond, Erde, Block, Mars, Kanister, Barren und gepresst. Glaube ich mal zumindest. Keine Ahnung, ob es so ist. Ich hoffe mal ja. So. Ach ja, genau. Wir wollten uns eine Axt machen. Und ich habe noch vier Kupfererz. Ach ja, das ist ja übrig geblieben, genau. Wir gehen jetzt hier irgendwo. Nee. Machen wir hier eine Treppe nach unten und dann kommen da Lager, Maschinenraum, was ich nicht alles, kommt hier dann hier hin. So. Die Kohle kommt mal da raus. Und sie wird sie noch verbraucht. Ich habe noch Birken. Ach ja, habe ich ja wieder dazu bekommen. Ich würde die gerne aus Steinziegeln machen, die Dinger. Mit knapp. Ja, dann. Also, Kohle wird knapp. Ich glaube, dann. Nein, ich will den nicht. Ich muss mir meinen Eimer installieren. Hier, weg. Aber eine Wasserbahn, die dann in den Fluss führt. Dann mache ich das jetzt mal. Ein Mülleimer, der bis in den Fluss führt. Der Fluss ist auf Höhe 65. Dann tun wir den Mülleimer. Naja, dann würde ich jetzt hier die Werkbank käme weg. Käme hier die Werkbank oder? Also das Kiste, diese Kiste und die Werkbank, die kommt da eh wieder weg. Also ist es nicht so schlimm. Dann kommt dann hier der Mülleimer hin. 65 und dann graben wir. So, aber so, dass man niemand mehr hier reinkommen kann.
Nämlich so. Dann bräuchten wir noch... Ja, das können wir alles später machen. Tue ich dann... Ja. Mache ich das mit dem... Dann gebe ich jetzt unsere drei Eisen aus. Für den Eimer. Ich muss jetzt... Ach ja, die heißen Kanister. Boah, zum Glück. Dann kommt das hier alles mal weg. Und wir graben uns wieder nach oben. Und nehmen uns jetzt Wasser. Und machen das so. Nein! Scheiße, dann ist das ja gar nicht flüssig. Wie mache ich das jetzt? Das soll ja gar nicht fließen. Es soll sich ja vereinen. Na gut, mache ich das dann so, dass hier... hier nur so ein Kanal hinkommt. Ist der dann... hierhin führt. So. Das ist doch schon mal sehr praktisch. Dann werden wir diesen Raum so zubauen. So, der muss frei bleiben. Und dann müssen wir ich bin gerade etwas still, weil ich mich gerade konzentriere. Hier kommt eine Druckplatte hin. So, die brauche ich schon mal und mache die schon mal zu Steinziegeln.
da kommt das Holz hin. Ja. Dieser Teil wird noch mit Steinziegeln gemacht. Was nicht nutzbar ist. Erde. Und was nicht sehr nützlich ist. Erde. So. Abflusskanal fertig. Ist der See auch noch was zunutze? Dann werden wir da eine Falltür machen. Wir benötigen 2. Ich glaube, so reicht, ne? Auf der Höhe können wir graben. 2, 4, 6, 8. Das passt. So, 8 Stück. Was macht denn da? So. Und dann den Raum wollte ich dann mit was noch mal? Auch mit Ziegelstein? Auch mit Ziegelstein. Ach, Steinziegeln. Ah, das geht unglatt auf. Unglatt. Wir haben 2 übrig. Guck mal, wie weit ich komme. So. Warte. Hier ist der Stamm, ne? Da werde ich hier den Stamm auch weiterführen lassen. Das ist wenigstens logisch. Warte, ist das gerade... Ist das Holz? Oh, nee, das sah gerade so aus. Das sah gerade so aus, als wäre das Holz. So. Sieht dann wenigstens... Also ist von der Logik her richtig. Und der hier müsste auch noch weitergeführt werden. Der müsste hier rein. Ne, mache ich den. Jetzt mache ich das hier einfach hier auch. Das ist einheitlicher. So. Wackel, wackel, wackel,
Fackel. So. Zwölf durch vier, ja, geht glatt auf, sind zwölf. Ah ja, werden ja. Ich habe mich nicht verrechnet. So. Soll ich jetzt den Raum noch weitermachen? Also ich glaube, das wird jetzt hier so ein Gang, wo da mehrere Räume angrenzen. Zum Beispiel das Lager oder der Maschinenraum. Und sogar noch Kohle. Die baue ich aber jetzt erstmal noch nicht ab. Weil ich aus meinem Konzept nicht rausgeschmissen werden will. So rausgebracht. Also ich mache zuerst, glaube ich, den Maschinenraum. Der ist am einfachsten. Eine Kohle? Zwei Kohle? Drei Kohle, vier Kohle, fünf und sechs Kohle, sieben Kohle, acht und neun Kohle, zehn Kohle, elf Kohle, zwölf. Eisen! Ich muss nur mal husten. Entschuldigung, aber musste sein. So, ich hoffe, mein Mikrofon sitzt wieder richtig. Das Lager, Eisen, Kohle. Ich wollte jetzt eigentlich schon auf Dingstour gehen, auf Höhlentour, aber dann kam mir diese Idee mit dem Lager und ich glaube, das ist die beste Idee, die ich in dieser Folge hatte. Der Maschinenraum ist eigentlich ganz einfach zu machen. Dann kommt er dann hier hin. Wo kommt der erste Raum hin? Hier. Hier kommt der erste Raum hin. Und hier kommt noch ein anderer Raum hin. Irgendein Verzauberungsraum oder keine Ahnung. Ja, die anderen Räume lasse ich jetzt mal. Da weiß ich noch nicht, wo ich die hinmachen soll. Wir braten Wochen noch mal 64 Steine. Und dann gehen wir jetzt mal auf Höhlentour. Wir können dabei ja auch noch farmen. So. Gehen wir eine neue Höhle suchen. Ich glaube, wir müssen Diamanten finden und sehr viel Eisen. Das wird unsere erste richtig große Höhlentour. Da ist Kohle. Einmal Kohle. Also ich gehe jetzt eine Höhle suchen. So. Ich kann ja auch Strip Mining machen, nur das ist mega langweilig. Ich höre aber Wasser. Vielleicht sollte ich mich trotzdem graben. Ich
glaube ich, noch mal eine Spitzhacke auf Vorrat. Muss nur mal gucken.